Wir werden diese zwei Zahlen addieren. Das Plusrechnen nennt man Addition. Um diese zwei Zahlen zu addieren, schreiben wir sie untereinander, indem wir die 1er Ziffer schön untereinander schreiben, die 10er Ziffer auch, die 100er Ziffer auch und so weiter. Beginnen wir jetzt die Addition. 5 plus 7, das macht 12. Die 1er Ziffer von der 12, das heißt die 2, schreiben wir da. Und die 10er Ziffer, das heißt die 1, schreiben wir da oben. Jetzt addieren wir in der zweiten Spalte 1 plus 4 plus 8, das macht 13. Die 1er Ziffer von dieser 13 schreiben wir da und die 10er Ziffer, also die 1, da oben. Jetzt addieren wir in dieser dritten Spalte 1 plus 3 plus 1, das macht 5. Und jetzt in der vierten Spalte 7 plus diese 0, die man links von einer natürlichen Zahl nicht schreibt, 7 plus diese 0, das macht 7. Wir haben also als Ergebnis von dieser Addition 7532 gefunden. Die Zahlen, die addiert werden, nennt man Termen der Addition. Und das Ergebnis nennt man die Summe. Wir können jetzt viele solcher Additionen vornehmen und per Taschenrechner die Ergebnisse durch diese Taste überprüfen. Schauen wir uns jetzt diese Eigenschaft an. 2 plus 3, das macht 5. 3 plus 2 macht aber auch 5. Also ist 2 plus 3 gleich zu 3 plus 2. Das heißt, in dieser Addition können wir die Termen einfach vertauschen. Und das ist nicht nur gültig für die zwei natürlichen Zahlen 2 und 3. Das ist gültig für alle natürlichen Zahlen. Und weil das für alle Zahlen gültig ist, ersetzen die Mathematiker die Zahlen durch Buchstaben. Stellen wir uns das so vor, wir haben hier eine Schublade mit Namen A, deren Inhalt die 2 ist. Hier haben wir eine zweite Schublade mit Namen B, deren Inhalt 3 ist. Um also 2 plus 3 zu beschreiben, schreibt der Mathematiker A plus B. Also schreibt der Mathematiker, A plus B ist dasselbe wie B plus A. Und das ist gültig für alle natürlichen Zahlen A und B. Deshalb braucht der Mathematiker dieses große A, das umgedreht wurde, und das bedeutet für alle, für jede. Hier steht, für alle Zahlen A und B, Element von N, gilt A plus B gleich B plus A. Das bedeutet also, für alle beliebigen natürlichen Zahlen A und B gilt A plus B ist B plus A. Und die Tatsache, dass man diese Termen einfach vertauschen kann, nennt man die Kommutativität. Also ist die Addition natürlicher Zahlen kommutativ. Schauen wir uns jetzt diese Rechnungen an. Hier stehen Klammern, das bedeutet, man rechnet zuerst das, was zwischen Klammern steht. 2 plus 3 macht 5 und hinterher addiert man erst die 4. Diese Rechnung ergibt also 5 plus 4, das heißt 9. Jetzt schauen wir diese Rechnung. Da stehen wieder Klammern, das bedeutet, zuerst rechnet man das aus, was zwischen Klammern steht. Also zuerst rechnen wir 3 plus 4. Das heißt 7. Und dann rechnen wir den Rest. Was wir also rechnen müssen, ist 2 plus 7. Das macht auch 9, genau wie da oben. Was also bedeutet, das Ergebnis von dieser Rechnung, ist genau dasselbe wie das Ergebnis von dieser Rechnung. Das bedeutet bildlich gesehen, dass man diese Klammern einfach nach rechts verschieben kann. Und das ist nicht nur gültig für die Zahlen 2, 3 und 4. Das ist wiederum gültig für alle natürlichen Zahlen. Also werden die Mathematiker das wieder mit Buchstaben beschreiben. Wir brauchen also einen dritten Buchstaben, nennen wir ihn C. Da ist sie die dritte Schublade, die in unserem Beispiel den Wert 4 enthält.
Wir möchten ausdrücken, dass man diese Klammern nach rechts verschieben kann. Also beschreiben wir das allgemein. Für egal welche Zahlen a, b und c, die zur Menge n gehören, das bedeutet für egal welche natürlichen Zahlen a, b und c gilt, a plus b plus c ist dasselbe wie a plus b plus c. Wir erinnern uns, das hier bedeutet, zuerst rechnen wir a plus b, dann addieren wir c zu dieser Summe. Und hier, das bedeutet, zuerst berechnen wir b plus c und rechnen anschließend a plus diese Summe. Die Tatsache, dass man diese Klammer einfach verschieben kann, nennt man Assoziativität. Also ist die Addition natürlicher Zahlen assoziativ.